Hallo Christiane. Hallo Doreen. Wir haben uns heute überlegt, über Kreativität als Anker zu sprechen, so als Halt, als Möglichkeit, ja, so in eine eigene Stabilität zu kommen vielleicht. Was fällt dir spontan dazu ein? Erden. Ja. Fällt mir sofort ein, das ist was Körperliches, also mir fällt tatsächlich was Körperliches direkt ein. Und das ist auch ein erster guter Gedanke, wenn man sich verankern will. Atmen. Und wenn ich jetzt mal so in meine eigenen Erfahrungen gehe, dann ist danach so eine Leere. Ne? Also einmal Erden, Ja. atmen und da und jetzt. Meinst du mit danach, nach dem kreativen Prozess oder Nein, nee, jetzt nein, erstmal meine, so nach in, diesen körperlichen, ja. nach dieser körperlichen Aktion. Genau, und wenn ich dann würde ich sofort in einen kreativen Prozess gehen. Und der kann sogar auch erstmal körperlich beginnen. Hast du einen konkreten Tipp? Ja, tatsächlich Schritte machen. Bewusst Schritt nach vorne oder einen Schritt zur Seite. Oder nach hinten und zur anderen Seite. Und wenn man dann den Körper mitnimmt, ne, diese Gewichtsverlagerung, dann kommt man an und dann huscht es auch nicht weg danach. Das ist, also ich mache das ganz oft, das ist mein Trick, wenn ich sowas brauche. Super gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, es geht um Kreativität, ne? Ja, Dann in das die ist auch, Kreativität. ja, aber ist auch schön, weil das kann man auch unterwegs gut machen. So ein, ja. Also ich hab das schon mal, ich habe das manchmal schon anders gehabt, wo ich so Situationen hatte, wo ich merkte, mein System kommt durcheinander. Also da ist gerade so ein Hin und Her und Chaos und Atem geht schnell. Und mir hat dann auch schon geholfen, gleich in die Kreativität zu gehen. Also bei Collagen dann erstmal wirklich Zeitschriften raussuchen oder was ich gerade da habe. Das ist für mich dann die Bewegung. Und dann auch gleich ins Tun kommen mit dem Anfassen oder irgendwo, ja, manchmal sitze ich auf dem Boden, manchmal stehe ich und dann nehme ich den Körper dann mit. Und dann komme ich auch mit dem Atem, also dann atme ich bewusst und dann komme ich im Tun so langsam runter. Ja. Aber auch interessant, vielleicht probiere ich das nächstes Mal aus, erstmal nur in den Körper und dann erst in die Kreativität zu gehen. Ja, ich mache das auch nicht immer. Ich überlege gerade, wie. Doch, ich mache das, glaube ich, doch immer. Ich mache das auch, bevor ich male. Oder wenn ich mich hinsetze zum Malen. Ich verankere mich immer. Das ist ein gutes Thema. Das ist wirklich ein sehr gutes Thema, weil dann denkt man nochmal so selber darüber nach, ne? Was macht man eigentlich? Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Also man macht es selbstverständlich, aber Es läuft unbewusst, ne? Wir denken da sonst nicht drüber nach. ja. Ja, ich hab das, glaube ich, eher, also ich hatte so ganz krasse Situationen. Also ich denke an eine, wo mein Vater im Koma lag und auch so diese Nachricht da war und ich dann auch erstmal nichts tun konnte. Und da war so ein körperlicher Impuls, ich muss was machen, ich muss was machen, so dieses. Und da bin ich gleich ins Tun gegangen. Da hab ich vorher nicht so viel überlegt. Da konnte ich auch gar nichts überlegen. Ja. Aber interessant, ne, so darüber mal nachzudenken, wie wir so einsteigen ins kreative Tun. Und wenn wir dann kreativ sind. Wenn wir kreativ sind, ich finde das am allerschönsten, den Moment, wo ich anfange zu grinsen. Oder wenn ich denke, oh, was macht sie denn da?
ne, wenn sich so etwas entwickelt, etwas, das kennst du auch. Ja. Ne? Ja, in solchen Momenten habe ich auch gar kein Ziel. Also ich habe nichts im Kopf, was ich ausdrücken möchte. Und bin ich dann auch immer überrascht, was ich dann so, ach, jetzt habe ich das in der Hand und oh, jetzt wandert das damit drauf. Nee, das muss wieder weg. So, bei meinen einzelnen Schnipseln und Elementen. Ja. Ja, und dann am, also dann bei, also beim Tun ist es schön, dann, ja, da ist es einfach das Tun. Also einfach in Anführungsstrichen. Ja, und da sind dann so die, so Wellen, es kommt dann so langsam, ja, jetzt mache ich auch die Körperbewegung, die du vorhin gemacht hast. Darf ich das aufgreifen mit dem einfach, das Tun? Weil es braucht nämlich gar nicht kompliziert sein. Ja. Es muss gar keinen Anspruch haben. Es darf einfach sein. Ja. Es muss ja auch nicht gut werden oder richtig werden oder sonst irgendetwas. Ne? So damit zufrieden sein, dass es einfach geschieht, was da geschieht. Ja, das ist schön. Das hast du schön gesagt. Das ist auch verankern. Mhm. Anker. Anker ist denn das? Ist ein gutes Wort. Ja, der hält, ne? Mhm. Der hat, und der schützt auch. Und zieht uns nach unten. Also im positiven Sinne. Das, was dann hier oben so durcheinander rumschwirrt, das kriegt dann so eine Schwere und kann nach unten gehen. Ja. Und ich finde, das macht auch, das schützt auch und stellt etwas, ja, in Schutz. Ich will gar nicht sicher sagen, sondern in Schutz, in einen Schutzraum. Ja, es gibt auch Stabilität, ne? Mhm. Da bin ich jetzt gerade beim Baum, der mit seinen Wurzeln in der Erde auch so eine Stabilität bietet. Ja. Ja, Verlässlichkeit. Anker sind Anker auch. Ja, Anker sind Wurzeln, ne? Mhm. Ja. Mhm. Wenn man so gar keine Idee hat, kann man diese Symbole ja auch nehmen und mit diesen arbeiten. Einfach einen Anker kritzeln oder einen Baum. Mhm. Was würdest du als erstes machen? Ich würde, glaube ich, Papier zusammensuchen und anfangen mit Reißen. Mhm. Und ganz einfach nur auf die Farben gehen. Mhm. Ich würde gar nicht nach den Motiven schauen. Ich würde auch gar nichts fein säuberlich ausschneiden wollen. Ich würde ganz ursprünglich mit den Händen gehen, reißen und nur nach den Farben. Was spricht mich an? Mhm. Und die dann einfach aufkleben. Ja. Und da auch auch wieder einfach schauen, wie die auf den Untergrund wandern. Ja. Da würde ich gar nicht überlegen. Das heißt, du kommst in die Bewegung mit dem Reißen. Mhm. Und dann sortierst du die Bewegung mit dem Farbensortieren. Mhm. Und dann verankerst du die mit dem Kleber auf dem Papier. Ja, das ist schön beschrieben, ganz genau. Ja, super. Wie fängst du an? Wenn ich mich bewusst verankere, bewusst, unbewusst, unbewusst, bewusst. ich mache tatsächlich, ich nenne das gerne Sekundenzeichnungen. Und das geht ganz schnell. Das geht, und das ist mit unterschiedlichsten Materialien. Also entweder hier Tusche oder Spachtel. Zack, 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 zack. Es entsteht etwas und meistens nehme ich dann Farbe und verteile, mache diese Farbe in diese Flächen. Entweder entsteht etwas Gegenständliches oder auch nur Flächen. Meistens etwas Gegenständliches oder was ich dann entdecke, ne, was das sein könnte. Ja. Und dann packe ich es weg. Diese kurzen so Sekundenzeichnungen, die packe ich immer als erstes weg. Also wenn sie nass sind, lege ich sie offen irgendwann zum Trocknen.
Und wenn es trockenes Material ist, klappe ich das zu. Dann bleiben die weg oder nimmst du die nochmal? Dann mache ich was anderes. Und da freue ich mich immer total auf den Moment, wo ich mir das wieder angucke. Oh, schön. Bist du dann noch weiter damit? Oder? Ja, oft. Oft schreibe ich dann hin ein Wort oder einen Satz. Oh, schön. Und dann ist das so. Das nehme ich gerne mal mit als Inspiration. Das mit dem Wort? Ja, und auch kurz. Kurz was auftragen. Weil dann bleibt gar keine Möglichkeit zum Denken. Und auch nicht für den möglichen Kritiker, der dann so hochkommen will. Ja, der hat keine Chance. Deswegen, diese Begrenzung hat da einen Vorteil, ja. Also, dass sie den Fokus auf das reine Tun richtet. Ja. Damit würde ich sagen, beenden wir unseren heutigen Talk. Ja. Herzlichen Dank, Doreen. Ich danke dir, Christiane. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich. Ja, genau. Haben wir gleichzeitig, ne? Genau. Tschüss. Und auf euch, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.